Syntastische Hallöchen, Frauen, und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute craften wir uns mal die sicherste Base in Minecraft. Nachdem das Video richtig gut ankam, als wir das Diamantschloss gecraftet haben, dachte ich, hau euch mal wieder sowas aus dem Hütchen. Und ja, heute grüße ich den lieben Nils. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest, mein Freund, dann musst du einfach nur den Kanal jetzt abonnieren, Hashtag Syntarm in die Kommentare schreiben und ja, die Glocke rechts aktivieren. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Can't wait so we can break apart the heat. Hey, if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't. Ja, Leute, nachdem gestern der Tag war, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt oder vorgestern in einem Video, XXL Lava Monster, ja, bekämpfen, ist es soweit passiert. Mein Hundi ist gestorben, Freunde. Es tut mir mega im Herzen weh und heute bin ich jetzt in den Wald gegangen, um mir einfach mal einen neuen wieder zu suchen. Und ihr könnt wieder heute entscheiden, wie mein neuer Hundi heißt. Es war für mich echt traurig. Ich musste erstmal eine Zeit lang drüber hinwegkommen und jetzt suche ich hier halt mal nach einem neuen Hundi. Und warte mal, Freunde, ist da unten einer? Du wirst es. Du wirst mein neuer Hundi. Und hier ist ein Lux? Hallo? Nee, auf jeden Fall, Freunde. Hier ist mein neuer Hund. Ich hoffe es doch einfach mal. Nee. Nee, komm. Geh ein bisschen was zum Essen, ja? Ja, Freunde, wir haben einen neuen Hund. Oh, mein Gott, Freunde. Dieses Mal werde ich auf dich aufpassen, ne? Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wie unser neuer Hund heißen soll. Also, wer das nicht gesehen hat, wie unser alter Hund getötet wurde, schaut euch das Video an. Lava Monster. Es kam vor ein paar Tagen und dann hat es unseren alten Hund erwischt. Jetzt haben wir zum Glück einen neuen. So, du kommst mit und heute werde ich dich beschützen. Aber wie kann ich dich am besten beschützen? Am besten wäre es doch in so einer Sicherheitsbase, wo keiner reinkommt. Aber wie soll ich denn so eine Base craften, Freunde? Da habe ich doch keine Ahnung vor. Ey, Frosch, was soll denn das? So, komm mal mit, Hundi. Okay, Freunde, wie gesagt, du hast die Aufgabe, ihm den Namen zu geben. Also mach das unbedingt, dass wir in der nächsten Folge einen Namen für den Kleinen haben. So, komm mit, Hundi. Komm. Ja, der schwimmt so gerne, Freunde. Der schwimmt richtig, richtig gerne. Komm rüber. Ja, da bist du, ne? Feiner, feiner Mann. Feiner Mann. Komm mit. Put. Ja, Freunde, guck mal, er lächelt so süß und sieht einfach so glücklich aus. Ach, Freunde, ich hab mich direkt in den verguckt hier, ne? Also, aber wir gehen weiter. Wir gehen jetzt nach Hause und danach bauen wir dem ein richtig sicheres Plätzchen, wo er dann immer seine Zeit verbringen kann. So, komm, bist du bei mir? Ja, ist er. So, hier haben wir noch ein paar Eier von kleinen Hühnchen. So, warte mal. Komm, Hundi, geh mal drauf auf den hier. Komm, gib ihm. Ja, machst du fein. Hundi, komm mal. Hallo, mach doch mal was. Hier, ein bisschen faul ist er. Ja, sehr schön. Und auf dieses Hühnchen auch. Komm. Ja, komm her. Geh drauf auf ihn. Ja, er gibt ihm. Komm, zack. Und auf das Hühnchen auch noch, Freunde. Wie findet ihr den neuen Hund? Der ist richtig cool, oder? Oh, Freunde, komm mit. Hast du dir auch ein Leckerli verdient, ne? So, wo bist du hier? Lecker, das schmeckt dir, ne? So, Freunde, gehen wir direkt weiter. Kommt mit, Freunde. So, wo bist du da? Oh, da unten, ne? Was ist denn das hier, Freunde? Moment mal. Hier. Sicherste Base in Minecraft easy bekommen. Hä, Freunde, das wär's doch. So werden wir den Hundi richtig leicht bekommen. Und dann haben wir auch ein paar Sachen dazu bekommen. Moment mal, wir haben das hier, zack. Okay, wir haben hier ein Effizienz 5 Buch. Ich würde sagen, das hauen wir uns direkt mal rein. So, Efficiency 5, Freunde, das ist natürlich mächtig. So, Perfectness kostet 8 Level. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen. 8, so, zack, zack. Haben wir. Und jetzt würde ich sagen, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen Sand, das haben wir da hinten, und Kakteen. Also ein Kaktus, um genau zu sein. Okay, Freunde, lassen wir uns nicht lumpen. Da ist auf jeden Fall schon der Kaktus und da ist Sand. Also, das läuft doch schon mal. Und ja, so, mal schauen, Freunde. Da haben wir jetzt schon mal einen Sand. Haben wir. Hundi, komm mit. Komm, hier, das Schweinchen, das du was zu tun hast. Gönn dir. Bam. Hehe. Hallo, Hundi. Komm, geht drauf. Okay, Schweine will er nicht so gern attackieren. Okay, dann halt nicht. So, und da ist der Kaktus, den wir brauchen. So. Oh, doch, er probiert es. Doch, das macht er fein. Das macht er sehr, sehr gut. Ich bin stolz auf dich, Hundi. So, Kaktus haben wir hier. Komm mit. Hallo, wo bist du? Hundi. Hallo? Ach, komm raus aus dem Wasser. Ja, mach dich erstmal trocken lieber. So, hier das Hühnchen kannst du auch nochmal mitnehmen. Zack. Ja, fein. Na, okay, komm. Wir gehen mal weiter. So, bring direkt mal die ganzen Sachen zurück. Das waren jetzt Kakteen. Ne, ein Kaktus und ein Sand. So, machen wir hier rein alles. Perfekt. Und wir brauchen noch Lava-Eimer. Wie bekommen wir denn die hier? Dann brauchen wir. Müssen wir ein bisschen farmen gehen, Freunde. Haben wir zum Glück die Efficiency 5-Dings. So, Freunde. Moment, ich würde sagen, hier gehen wir einfach mal runter. Okay, Hundi, du bleibst jetzt hier. Du bleibst jetzt hier. Koordinaten. Minus 199.
und 245. Das will ich auch gleich wieder finden, ne? So. Okay, Freunde, weil sonst geht er mit in die Höhle, da muss er nicht unbedingt mit. Eisen haben wir ja schon mal, nice. Das brauchen wir ja auch, Freunde, das wisst ihr ja, für die Eimer, für Lava. So, und es geht richtig rucki-zucki hier damit. So, hoffentlich finden wir direkt eine Höhle auf Anhieb oder sowas, das wäre richtig geil. Aber weiß man ja nie. So, 38 Kohle haben wir schon mal, können wir das Eisen gleich schmelzen für die Eimer. Nicht schlecht. So, nein, was ist denn das? Okay, so ein schwarzes Ölteil wieder. Nee, also hier finden wir nichts. Hier finden wir schon mal nichts. Ich glaube, es wäre eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn wir jetzt erstmal das ganze Zeug hier schmelzen. Wisst ihr, wie ich meine? Wir haben kein Holz, wir müssen wieder nach oben gehen. Geilo. Vielleicht finden wir dann auch oben zumindest eine Höhle, keine Ahnung. So, müssen wir auf jeden Fall ganz kurz nach oben. Das war jetzt ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin. Meine Freunde, aber egal. Ich denke, mit unserem Hundi schaffen wir das alles ganz schnelle. So, 42, 43, 44, 45. Ja, also, dauert halt eben ganz, ganz kurz, Freunde. Aber daran soll es auf jeden Fall nicht mangeln. So, ein bisschen Kies, diese ganzen Erze können wir ja auch alle zum Hochbauen benutzen. Daran scheitert es auf jeden Fall nicht. Okay, jetzt wird es hier ein bisschen eng in Sachen Plot. So, Dreck. Dreck. Sehr schön, Freunde. So, also, Bäume brauchen wir. Da haben wir eigentlich genug hier. Und da hinten sind noch die Spinnenweben. Okay, immerhin etwas haben wir das auch gefunden jetzt. So, machen wir direkt mal das Bäumchen ab. So, komm. Hier, zack, Birkenholz, Werkbank, so, Ofen wird jetzt hier, jetzt haben wir keine Steine mehr, ach Freude, es ist gerade alles so nervig, so, hier waren die ganzen Steine, ne, 9 Stück brauchen, ne, 8 Stück brauchen wir ja nur, das geht eigentlich rucki zucki, so, perfekt, so, komm, zack, sehr nice, da oben ist jetzt auch die Werkbank, ne, sehr schön, dann craften wir uns hier direkt Eimer. Wir haben genau 6 mitgenommen. Ich gar nicht drauf geachtet. Nochmal Glück gehabt. Und in der Zeit können wir ja die Spinnenweben da abbauen, ne? Und da ist irgendein Monster. Hey, hallo, hör doch mal auf hier. Was willst du denn von mir? So, schnell nach oben. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay, das war jetzt wieder mal ein bisschen nicht so clever. So, da kommen wir hier die Fäden raus. Sehr nice, Freunde. So, eventuell finden wir ja hier noch eine Höhle. Das wäre eigentlich perfekt, aber... müssen wir mal schauen. So, essen wir mal ganz kurz was. Ich habe nämlich riesigen Hunger. So, Faden, Faden, Faden. Haben wir hier. Und die Eimer werden jetzt auch gecraftet. Sehr, sehr schön. Zack, zack, Freunde. Sehr geil, gefällt mir. Gefällt mir. Eisen, noch 2 Stück brauchen wir. Und dann müssen wir irgendwie Lava finden, ne? Lava, 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 Lava. Wir können ja schon mal ein bisschen lang, ob wir eine Höhle finden. Das wäre gar nicht so verkehrt. Freunde, 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 Freunde. Geht's hier irgendwo runter? Nö, leider nicht. Schade. Moment. Hier. Okay, vielleicht probieren wir es hier nochmal, indem wir uns gleich runterbauen. Ich würde sagen, den Lava-Eimer müssen wir direkt machen. Dass wir auch den Eimer mitnehmen, dass wir unten die Lava finden. Vielleicht finden wir auch hier oben noch so einen Lavasee. Die gibt's ja auch wie Sand am Meer. So, okay, Freunde, perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt müssen wir kurz runtergehen. Irgendwie müssen wir halt eine Höhle finden, aber die Sache ist halt, das dauert alles seine Zeit, ne? So, kurz ein paar was Steaks reinhauen, nicht schlecht. So, Höhe 63, jetzt wäre es mal cool, wenn wir hier was finden würden in dem. Wenn ich, Freunde, mach, wenn wir unten sind und nichts gefunden haben, würde ich sagen, mache ich einfach einen kurzen Cut, bis ich eine Höhle gefunden habe, ermeint habe, und dann sehen wir uns da wieder. Aber wir gucken jetzt. Vielleicht haben wir ja Glück und finden hier was. So. Komm, Freunde. 30, 25, 24. Nee. Komm, irgendwie müssen wir noch was finden. 14, 11, 10. Nee, Freunde, das sieht schon mal nicht danach aus, würde ich sagen. Sehen wir uns, oder was ist das? Lava schon. Ja, okay, Freunde, sehen wir uns, wenn wir was gefunden haben. Okay, Freunde, ich habe jetzt hier so einen Lavasee gefunden oben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das nochmal machen. Und zwar brauchen wir, wie machen wir denn Obsidian? Ich glaube, das war so, dass man da Wasser über die Lava machen muss, ne? So, gucken wir mal, ob das hier klappt. So, aber wir brauchen aber auch Lava-Eimer. Das ist jetzt hier gerade eine knifflige Situation. Freunde, wie sollen wir das machen? Wie sollen wir das machen? Wir brauchen... also wir machen so, wir machen ganz schnell den... Lava-Eimer, machen dann das Wasser drüber und dann machen wir hier so ein Lava-Dinger. Okay, perfekt, Freunde. Haben wir jetzt irgendwie hinbekommen. Und jetzt heißt schnell die Obsidian abbauen. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Nicht so viele. 2, 3, nee, 3 Stück waren es, Freunde. So.
Sehr schön, dann haben wir das. Müssen wir den Weg nach Hause noch schnell finden. Da war da vorne rechts, glaube ich, irgendwo. Beeilen wir uns, so ein paar EP-Flaschen reinhauen. Gönnung. So, also, zwei Lava-Eimer haben wir. Und Obsidian, Freunde, da ist es, haben wir auch alles. Ja, ich glaube schon. So, also, jetzt kommen hier die Lava-Eimer hin. Zack, eins, zwei, und die drei Obsidian, zack, zack. Und Freunde, ich bin gespannt. Drei, zwei, eins, und... Oh, so, mein Freund, ich glaube, es hat geklappt. Da sind wir. Komm, wir zeigen dir dein neues Zuhause, okay? Okay, hallo, komm mit. Klappt das überhaupt so? Kann man sich einfach so hochbauen? Ich weiß ja nicht. Komm mal mit. Okay, wir beeilen uns mal. Ich glaube, bei uns passiert nichts, weil wir hier wohnen. Okay, also, wie gesagt, Freunde, wir haben es hier geschafft. Wir haben die sicherste Base hinbekommen für unseren Hundi. Und ich hoffe, dass er jetzt noch einige Jahre mit uns chillen kann, überleben kann. Und hier kommt echt kein normaler rein, Freunde. Wie gesagt, gebt ihm gerne einen coolen Namen und dann nennen wir den bald so den Kleiner, würde ich sagen. Macht's gut, Freunde, bis zum nächsten Video und tschüss.